Das andere macht keinen Sinn. Hier dürfte auch irgendwo ein Schatz sein, aber wo? Ich nehme an, irgendwo im Keller oder so. Gib mir das Florentin. Florentin. Salute, Claudia. Hi, Claudia. Willst du das Buch sehen? Naja, Schwesterherz. Wie viel passt da eigentlich rein? 1700. Drücken, um Geld aus den Stadteinnahmen zu nehmen. Also, war die Truhe. Klar, klar. Kann aber was aufwerten, damit es mehr gibt. Bis bald, Ezio. Bis bald, Ezio. Ja, bis bald, Schwesterchen, würde ich dann mal behaupten. Buongiorno. Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Sicherlich, sicherlich. Wir haben ein Bordell, die Kirche wollte ich, ne? Steigert den Wert der Stadt. Jo, eine Kirche sollte jeder haben, würde ich mal behaupten, ne? Gut, ein Bordell ist natürlich auch sehr nett. Militärkaserne. Die Diebesgilde, ich weiß zwar nicht, warum das den Wert der Stadt steigert, aber... Der Schneider, den könnten wir eigentlich noch nehmen. Okay, wir kaufen schon mal da den ersten Rang. Und dann kaufen wir uns noch die Kirche. Vielleicht kommen wir so an den Schatz ran. Buon viaggio. Wie viel verdienen wir denn jetzt pro Stunde? Salute, Claudia. Willst du oder das 20 sehen? Minuten? Ja, will ich. $1380. Das ist schon mal bis mehr. Bald, wenn ich mich gerade nicht verguckt habe und dass das war, was pro Stunde gerade dazukommt. Nicht wahr, Leute? Da kann ich nichts aufstellen, das weiß ich doch. Aber das ist ein Schatz, den könnten wir noch mitnehmen. Wenn ich weiß, wo. Bringt dann wieder die Mülltonne raus. Und warum um diese Uhrzeit? Ihr wisst ja mittlerweile, wie früh es sein dürfte. War wahrscheinlich im letzten Part, aber es könnte ja sein. Dass ihr euch noch daran erinnert. Ja gut. Wann soll man denn sonst Mülltonnen rausbringen, werdet ihr sagen. Ja, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Gut, ist aber auch nicht meine Aufgabe, irgendwas jetzt zu sagen, ne? Nicht wahr? Wo haben wir denn hier den Schatz? Oh, da haben wir den Schatz. Akrobaten? Ja, hier leben Assassinen. Wir können auch Akrobatik. Aber wir sind keine Akrobaten und die im Zirkus arbeiten, ne? Falls du das meinst. Nee, das sind wir nicht. Hier, da war die Kirche. Das ist der neue Schneider. Der ist überhaupt neu. Ich glaube, der hat neu aufgemacht, oder? Beutel. Naja, so viel Geld habe ich nicht. Nö, lassen wir das.
Naja, vielleicht nächstes Mal. Aber nur vielleicht. Und ja, jetzt ist es hier offen, jetzt dürfte ein Schatz drin sein. Was? Hier dürfte doch jetzt ein Schatz... Ach, da oben. Ist eine Frage von wo. Ja, ja, ich weiß halt nicht von wo, ne? Komm, stell dich nicht so an. Von da? Von wo denn, Jürgen? Ich muss doch wissen, von wo man da hochkommt. Und jetzt? Mach doch was. Bitte. Ich weiß, dass ich mich hier oft doof anstelle, aber manchmal... Manchmal bin nicht ich der Doofe, sondern das Spiel. Das mich verarschen will. Vielleicht von da? Ja, von da. Alles klar, sind sogar zwei Schatztruhen, finde ich gut. Wie kriege ich dafür? Boah, ein bisschen was. Besser als nichts. Dann können wir wieder gehen und die Story vorantreiben. Und hoffentlich stürzt das Spiel nicht nochmal ab. Denn diese Abstürzerei schmeckt mir nicht. Wir gehen zu Fuß. Also, wir reiten selber hin. Die 100 sind es mir dann noch nicht wert. Außerdem ist das jetzt wirklich nur ein paar Sekunden, die wir sparen würden. Ja, nach Florenz. Wenn überhaupt. Also. Kommt natürlich drauf an, wo wir landen, ne? Wo wir sonst landen würden. Na gut. Ob wir da landen würden, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Macht Sinn. Aber ist ja auch egal. Das ist... Warum komme ich hier nicht rein? Achso, weil das Pferd nicht rein darf. Natürlich. Pferde dürfen nicht in die Stadt. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, ja. Dio mio, Mama Rio, was? Irgendwie sowas. Wird schon gewesen sein. Irgendwie sowas wird schon gewesen sein, würde ich mal behaupten. Komm. Ah, ganz schneller. Damit wir auch hier vorankommen. Aus dem Weg, ich bin in Eile. Heilerdienste für die Schäfchen des Herrn. Aus dem Weg, ich bin im Eile, Heilerdienste. Aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlechte Güter angeboten. Mörder, weiche zurück! Bist du nicht einfach ein dreckiger Dieb? Egal, ist ja nicht schlimm, wenn er ein Dieb ist. Gehört sich halt so, ne? Heutzutage sind doch alles Diebe und Mörder. Nee, wen kann man denn heutzutage noch vertrauen, Leute? Nur einem aufrichtigen Let's Player wie mir. Sicherlich nicht. Also, ihr könnt mir vertrauen, aber... Ach, lassen wir das. Übrigens werde ich Zero Horizon Dawn Let's Playen.
wahrscheinlich schon sehr oft erwähnt, aber es macht Spaß. Also, es sieht spaßig aus. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht. Muss nur gucken, was als nächstes kommt. Weil aktuell sind wir mit Resident Evil beschäftigt und hiermit. Aber da wird noch mehr kommen. Jetzt erstmal die Story weitermachen. La Volpe, den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren. Kriegen wir hin. Hey, ja. Da. Der ist es. Entschuldigung. Hier hast du dein Gold wieder. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Du bist es gewesen. Hol mich. Entschuldigung. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Wie kann ich denn denn? Ach so, mit B. Ach so. Ach Mann. Gib zurück, was du gestohlen hast. Ich würde, wenn ich könnte. Kann aber nicht. Ja, ich hätte dich schon längst gehabt, wenn ich gewusst hätte, ich mit B rammen soll. Ich mach dich fertig, wenn ich dich kriege. Alter. Gib mir doch nicht alle im Weg. Wir schreiten da wie ein Affe. Ist das der Fuchs, den wir da suchen? Das wird er wahrscheinlich sein. Ach Gott, bitte. Ja komm, lass mich doch durch, ihr Vollidioten. Ja, und der wird nicht von den Wachen verfolgt, ne? Ist ja ein NPC, die haben das ja nicht verdient. Ist ja kein Dennis. Ach, ich weiß jetzt, wie das geht, aber das war die falsche Person. Oh. Hör auf, wie so ein Affe zu schreien. Mann. Das regt mich nur auf. Bleib stehen. Ich krieg dich doch eh. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Alles klar, wie sind wir da so schnell hochgekommen, frage ich mich. Aber egal. Dann wollen wir mal los. Weil sonst haben wir ja nichts zu tun, außer die zwei Codex-Einträge. Einträge, genau. Die können wir uns später holen. Die Zeit läuft ja nicht weg. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. Ich bin nicht so der beste Renner, ja. Buongiorno.
Buongiorno.